So habe ich mir das einfach nicht vorgestellt. Es wird sich nie im Leben ausgehen, ne? Aber im Endeffekt weiß ich trotzdem, wieso ich das angefangen habe und ich werde sowas von durchziehen. Ich glaube, aktuell liegen wir bei ungefähr 4000 Worten und ich finde das richtig krass. Ich habe so ein Gefühl, wenn ich noch eine einzige Seite davon lesen muss, dass ich dann einfach durchdrehen werde. Ich habe alles erwartet, aber nicht, dass das so anstrengend werden würde. Ich frage mich einfach ehrlich, wie viele Sachen noch schief gehen können. Ich frage mich das wirklich. Wenn es nicht diese Hindernisse geben würde, dann wäre das einfach alles nicht so besonders. Ich finde es einfach lustig, dass es die perfekte Darstellung davon ist, von dem, was ich geschrieben habe. Geht schon? Als ich mit Social Media angefangen habe, hätte ich niemals damit gerechnet, dass ich mich an diesem Ort, an diesem Moment, in dieser Situation wiederfinden würde, an dem ich einfach sagen kann, dass ich für all jene Menschen, die sich von meiner Einstellung inspiriert fühlen und immer noch nach Wegen suchen, um sich und ihr Leben ein Stückchen besser für sich zu machen, ja, dass ich für sie ein Buch geschrieben habe. Wenn mir das jemand vor einem Jahr gesagt hätte, ich würde denken, dass diese Person komplett crazy ist. Also, ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Torrent. Ihr seid ihr. Ich heiße euch herzlich willkommen und endlich kann ich erzählen, was ich die letzten Monate vor euch verheimlicht habe und geheim gehalten habe, denn ich habe ein Buch geschrieben. Dieses Buch bedeutet mir so viel, dass ihr euch das einfach nicht vorstellen könnt. Ich bin einfach stolz, also ich bin einfach, es ist ein unheimlich starkes und überwältigendes Gefühl, wenn man eine gewisse Vorstellung hat, eine Idee hat und einen gewissen Traum und dann am Ende einfach das Endprodukt zu sehen, beziehungsweise zu sehen, dass man es halt geschafft hat, dass es das Gefühl ist einfach unbezahlbar. Und wisst ihr, was viel, viel größer und krasser ist? Dass ich allein durch meine Videos oder durch meine kleinen Worte so viele Menschen erreicht habe. Und zu wissen, dass ich mit diesem Buch euch viel näher sein werde und dass ich viel, viel intensiver erklären kann, welche Kleinigkeiten das Leben einfacher machen oder schöner oder einfach simpler. Dass alleine durch diese echte Dankbarkeit das Leben so viel leichter werden kann, das kann ich euch einfach viel näher bringen durch dieses Buch. Und ja, das ist wirklich ein sehr, sehr heftiges Gefühl. Natürlich steckt da sehr viel Arbeit dahinter. Es begann alles mit sehr viel Motivation und sehr viel Hingabe, Leidenschaft. Und das war auch bis zum Ende so. Aber am Ende, ich werde euch nicht belügen, am Ende war ich oft mit meinen Nerven am Ende. Aber ich finde, das ist genau das. Das ist genau das. Das ist der Sinn des Lebens. Wir machen Sachen. Wir nehmen Challenges an. Wir versuchen uns selber herauszufordern. Wenn wir nicht schwierige Entscheidungen treffen, was machen wir dann hier? Ich finde es einfach ironisch, dass ich in diesem Buch geschrieben habe, dass man festhalten muss. Und genau dann, wenn es schwierig ist, genau dann muss man sich richtig festbeißen. Ich habe das dann selber erlebt im Prozess, als ich dieses Buch geschrieben habe, beziehungsweise bei der Zusammensetzung von allen Bestandteilen am Ende. Ja, ich bin einfach hier, um zu sagen, dass ich so viel Liebe, so viel Leidenschaft in dieses Buch gesteckt habe. Ich werde gerade ein bisschen emotional. Es macht mich einfach stolz zu wissen, dass ich eine Sache betreibe, die einfach Sinn macht. Selbst wenn ich nur einen Menschen erreiche, zwei, drei, aber in Wahrheit sind es so viele von euch. Das ist ja das Schöne daran. Ich erreiche so viele von euch. Und ja, mit diesem Buch bin ich einfach hier, um zu sagen, man braucht nicht viel, um sein Leben zu verändern. In der Theorie ist es eigentlich sehr, sehr simpel. Ich kann die Anleitung einfach so rüberreichen. Denn im Endeffekt besteht unser Leben aus schwierigen Entscheidungen. Und wenn wir diese schwierigen Entscheidungen nicht treffen und unser ganzes Leben im Komfort verbringen, ohne Veränderung, ohne Wachstum, dann ist leider kein Raum übrig, um das Leben für sich zu finden, das man verdient. Das ist einfach die Wahrheit. Und ja, ich werde auf jeden Fall einen gewissen Einblick in den Prozess zeigen.
Und ich bitte euch, das einfach anzuschauen und mit mir mitzufühlen, wie sich die letzten Monate, ungefähr 5 bis 6 Monate für mich angefühlt haben. Es war eine aufsteigende Reise und gegen Ende war es dann so, 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 so. Und genau das möchte ich auch vermitteln. Das ist das Leben. Genau das ist das Leben. Und das ist einfach die Ironie, dass dieses Buch und der Prozess, der dahinter steckt, genau das repräsentiert. Ich möchte mich bei jedem herzlich bedanken, der mich bis zu diesem Punkt hierher begleitet hat, unterstützt hat und einfach nur an mich geglaubt hat. Und am allermeisten geglaubt habe ich an mich selber. Weil wenn ich das nicht getan hätte, dann wäre ich nicht hier und würde dieses Buch in der Hand halten, auf das ich so unglaublich stolz bin. Weil ich einfach davon überzeugt bin, wenn wir etwas wirklich wollen, dann schaffen wir das wirklich. Man muss es nur genug wollen und es steckt mehr als ein Wunsch dahinter. Es steckt Disziplin und harte Arbeit dahinter. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich danke euch herzlich für alles, für jedes kleine Wort, für jede Nachricht und jede kleine Unterstützung, die ich von euch bekommen habe. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin überwältigt. Ich war so fleißig. Als ich anfing zu schreiben, war das Ganze ja eben so zu Hause passiert und dann habe ich auch weitergemacht und irgendwann wurde mir das zu Hause irgendwie zu viel und als ich mich entschieden habe, in die Bib zu gehen, hat sich wieder mal was geändert und es war wirklich eine sehr gute Entscheidung, weil ein neues Umfeld, neue Inspiration, ich habe dann auch viel besser geschrieben auf einmal, als ich gemerkt habe, dass ich zu Hause so nach einer Zeit schon irgendwie kleine Blockaden hatte. Das war einfach eine gute Entscheidung. Und es ist irgendwie so aufregend. Keine Ahnung, Juni und neue Ideen. Ich weiß zwar nicht, wie das Ganze sich entwickeln soll. Also ich kann mir darunter nichts vorstellen. Ich schreibe zwar, aber ich kann mir nicht darunter vorstellen, wie das Ganze dann aussehen soll. Aber ich mache einfach weiter irgendwie und ein Kapitel nach dem anderen kommt, aber alleine das fühlt sich schon komisch an. Freunde, wir liegen offiziell bei 10.000 Worten. Es gibt so bestimmte Kapitel, die ich schreibe, wo ich so krass unter Feuer stehe, weil ich einfach so dafür brenne, weil ich genau weiß, dass so viele Leute genau mit denselben Problemen betroffen sein können, beziehungsweise einfach, wenn jemand zu mir gekommen wäre in dem Zeitpunkt, wo ich mit etwas zu kämpfen hatte und mir diesen Ratschlag gegeben hätte, ich wäre so dankbar gewesen. Und wenn ich weiß, dass ich diese Möglichkeit jetzt habe, das für euch zu tun, so, wenn es natürlich zutrifft, dann, das ist so krass. Also ich fühle das einfach. Ich fühle es in meinem Inneren, diese positive Energie. Und wenn man einfach weiß, das bringt so einen Nutzen für mich und für die Person, weil das so ein gewisser Austausch ist von guter Energie. Einfach krass. Ich finde das so heftig. Wir liegen schon fast bei 20.000 Worten. Das ist einer dieser Tage, wo ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht, aber wo man trotzdem halt weitermachen muss mit dem, was man tut. Jedenfalls, wir liegen bei fast 24.000 Worten. Das ist schon mal ein Riesenhammer für mich. Jedenfalls. Ach, ich bin so aufgeregt, wirklich. Ich glaube, ich werde mich jetzt mal damit beschäftigen, das Ganze Schritt für Schritt durchzuschauen und zu überarbeiten. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um mal zurückzuschauen, ein bisschen zurückzusteppen und mal mit der Überarbeitung zu funktionieren, beziehungsweise mit dem Korrekturlesen. Ich werde mir alles notieren
wie, was, warum und wo ich angekommen bin. Genau, es wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit, aber das ist dieser Prozess. Das ist ein Prozess. Ich kann das nicht mal als Arbeit so bezeichnen, weil es einfach ein Prozess für sich ist und das nicht etwas ist, was einfach so... Ihr wisst doch, ihr wisst doch. Ach, okay, ich muss mich jetzt wirklich ranmachen. Ich bin gerade vom Finanzamt zurückgekommen und es passt alles. Das sind, glaube ich, wirklich die letzten Schritte. Ich bin so aufgeregt, ehrlich. Ich habe noch die letzten zwei Schritte zu machen. Wegen dem Cover und wegen der Formatierung. Und wir werden uns das gleich anschauen. Ich bin super erledigt. Aktuell bei der Formatierung. Das sind mäßig die letzten schwierigen Schritte, würde ich sagen. Danach werden wir, glaube ich, in dem Cover gucken und dann wird das Ding eingereicht. Heute sind die Original, einfach die Originalbücher angekommen, so wie sie sein werden, so wie sie sind. Einfach ganz normal. Also Biss und ich haben natürlich schon reingeguckt. Wir waren einfach, oh mein Gott. Ihr wisst einfach nicht, das ist der Moment, es ist einfach heftig. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal zeigen, wie... Tada! Das ist mein Buch. Ich kann es ehrlich gesagt noch immer nicht fassen. Ich habe hier ein paar Exemplare für meine Influencer-Kollegen natürlich mitbestellt. Und ich bin einfach nur hin und weg. Guckt euch an, wie wunderschön das aussieht. Und das ist hinten mit dem ISBN-Code. Und das ist mein Buch. Das ist mein Buch. Wir können ja hier reingucken. Das Torrent-Projekt. Heftig einfach. Das bin einfach ich. Was soll ich sagen? Es ist heftig. Das ist endlich dieser Moment, wo ich so einen unglaublichen Stolz verspüre. Weil das ist das, was ich die letzten Monate gemacht habe. Ja. Warum stehe ich hier mit meinem Laptop in der Hand? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach nervös. Ich habe bis dann angerufen, weil ich habe meinen Zugang zu meinem Insta einfach verloren. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich war draußen, ganz normal. Ich wollte eine Story posten. Und angeblich habe ich gegen die Richtlinien verstoßen. Was überhaupt, das ist einfach nur Quatsch. Also das stimmt sowieso nicht. Okay, ihr müsst euch vorstellen, ihr macht gar nichts falsch. Nichts macht ihr falsch und euer Profil friert einfach zu. Ohne jeglichen Grund. Ich habe mir gesagt, ich werde sicher nicht in Panik verfallen. Das schlimme Gefühl ist einfach, es ist aus dem Nichts passiert. Ich habe meine Hände sind gebunden. Das ist eine Sache, die Fehlermeldung ist neu. Ich bin zwar drinnen und man sieht auch mein Profil, wir haben das schon gecheckt, aber ich kann nichts machen. Ich habe keinen Zugriff auf nichts. Und es ist einfach so mittendrin, so, wo alles so einigermaßen läuft. Mein Buch kommt an, mittendrin, mein Profil ist einfach zu. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Ich bin geduldig, ich bin nicht so, dass ich jetzt negativ denke und so weiter, aber trotzdem bin ich ja gestresst. Für meine Gefühle kann ich nichts und ich bin gestresst. Ich bin geduldig, ich verfalle nicht in Panik. Aber ich kann nicht leugnen, dass ich einfach nur unter Stress stehe. Seitdem diese ganzen Sachen wirklich, also... Ein Problem wird gelöst, kommt das nächste. Und wer hätte jetzt damit gerechnet, dass mein verdammtes Profil jetzt gesperrt ist? Ganz ehrlich.
Ich weiß mittlerweile einfach gar nicht mehr, wie oft ich mir mein eigenes Buch durchgelesen habe. Es hört sich natürlich sehr bizarr an, so, ja, mehrmals dein eigenes Buch gelesen wahrscheinlich. Aber das ist die Wahrheit, das ist die Realität. Das ist etwas, womit ich einfach null gerechnet hatte. Ich hätte nicht gedacht, dass am Ende des Tages mich meine eigenen Worte so verrückt machen würden. Also es ist halt die Realität. Es ist dasselbe, wie wenn man eine sehr lange Zeit seine eigenen Videos schneidet. Das versteht man erst dann, wenn man es selber macht. Nach einer gewissen Zeit wirst du halt sehr taub gegenüber dem, was du geschrieben hast, weil du siehst das nicht so als Leser, sondern du siehst das nur als jemand, der den Text mäßig korrigiert. Und mein Gott, ist das schwer. Es ist so anstrengend. Das Buch selber zu schreiben war sehr leidenschaftlich. Es war sehr kreativ, es war schön, ich konnte mich austoben, aber ich liebe es zu schreiben, aber da hängt viel mehr dahinter. Und das ist einfach Arbeit, hier zu sitzen und jeden einzelnen Satz durchzulesen. Und das nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, Leute. Ich sage euch, damit ist nicht zu spaßen. Also die Korrektur, die ganze Korrektur und so weiter, das Korrekturlesen, das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Weil ich habe es auch wirklich 30.000 Worte auf Korrektur zu lesen. Jedenfalls, ja, das Ding ist, ich habe es dann auch als Buch gelesen. Man denkt so, jetzt ist es schon im Druck und ich habe es jetzt schon bekommen. Nein, es waren trotzdem so viele Fehler in diesem Buch. Endlich ist der Brief von Shukran angekommen. Ich bin so happy. Ich hatte nämlich so eine Idee, dass ich für die Mädels jeweils eine Starbucks-Karte dazulege. Einfach so als kleine Aufmerksamkeit. Und da die meisten, beziehungsweise da alle aus Deutschland sind und ich nicht, musste ich sie aus Deutschland kaufen lassen. Und Shuk hat das für mich gemacht. Das sind diese wunderschönen Kärtchen, die ich gemacht habe für meine PR-Packages. Nämlich für meine Influencer-Kollegen, die einfach die süßesten sind und ja. Und einfach aus Exklusivität und Liebe und Respekt schicke ich auch Schuck eins mit, weil ich das einfach so möchte. Und sie hat mich ja stets unterstützt. Und vor allem hat sie mir die Dinge hier zugeschickt. Deswegen dachte ich mir, schließe ich sie mit ein und bedanke mich somit bei ihr. Also so sieht das Innere der Box aus. Es ist eine ganz schöne flache Box. Das habe ich dann so mit Seidenpapier hier so schön gemacht. Auf jeden Fall habe ich dann für jedes Mädel so eine Karte vorbereitet. Und so sieht das im Endeffekt aus. Ich finde es richtig schön. Ich finde die Klammer richtig cool. Ganz simpel und süß. Ich kann es einfach nicht glauben, dass ich fertig bin. Es sieht so heftig aus. Einfach alles genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Auch wenn es wirklich lang gedauert hat und einfach heftig. Keine Ahnung, ich habe keine Worte, wie schön das einfach geworden ist. Das repräsentiert einfach alles, was ich bin. Einfach meine Liebe zum Detail und meine Anstrengung, wie viel Mühe ich mir einfach gegeben habe. Ich bin einfach so glücklich. Ich habe hier jetzt meine Versandtaschen, die ich gekauft habe, mit diesen Luftpolsterchen, die schützen die Pakete unnormal. Also ich habe schon meine Erfahrung gemacht damit und endlich habe ich die Sachen abgeschickt und ich spüre so eine Freiheit. Ja, das war's. Also von dieser Seite, das Buch ist fertig. Es ist online auf Amazon erhältlich. Ich bin einfach nur fertig, erledigt, alles ist durch. Die Pakete sind abgeschickt, das Buch ist online. Jetzt muss ich nur noch die offizielle Verkündung machen. Das wird am Freitag sein. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, ist es schon online und ich bin einfach unheimlich glücklich. Ich weiß nicht, ich fühle so eine Freiheit. Ja, ich hoffe, wenn ihr das Video seht, dass alles gut gegangen ist und ja, dass ihr dann in der Lage seid, mein Buch zu kaufen. Ich bin einfach so happy. Ja, das war's. Tschüss.